Hallo zusammen. Ja, es ist jetzt Ende September und ich bin heute in Fichta. Im Bayerischen Wald liegt das und bin das ganze Wochenende hier zum Wandern, ein bisschen am Pandurensteig entlang. Und mit einem Blogger-Kollege, der Frank von der Entspannte ist dabei und noch, ich glaube, drei vom Tourismusbüro hier, die zeigen uns ein bisschen die Gegend. Heute geht's los mit dem großen Pfahl, aber auch zusammen mit Best auf Wandern funktioniert das heute hier. Und hier hinter mir, da ist die Touristeninformation, da gehe ich gleich mal rein. Da gibt es nämlich auch ein Testcenter von Best auf Wandern. Da kann man sich Klamotten ausleihen. Da das Wetter im Moment, ganz sogar ein bisschen die Sonne, recht unbeständig werden soll und meine Regenjacke schon etwas älter ist, werde ich mir einfach eine neue ausleihen. Die testen und dann bleibe ich trocken, falls es regnen sollte. Am Ende gebe ich die dort einfach wieder ab und ja, also gehe ich mal rein und schauen wir das mal an, was es alles zu leihen gibt. Das Klasse ist ja jetzt hier, da gibt es einiges zu sehen. Hier kann man Rucksäcke sich ausleihen, sogar Schuhe, Regenschirme. Ich habe ja meine Regenjacke, ist nicht mehr so gut. Und schauen wir mal hier, was haben wir hier? Hey, 50, fast perfekt. Schick sieht es noch dazu aus, also schauen wir einfach mal. Sie passt. Dann bringe ich die einfach am Sonntag wieder zurück und hoffe eigentlich, dass es vielleicht dann möglich wird. Und? Ja, steht, oder? Ja, ich würde sagen, statt gekauft ist jetzt ausgeliehen und wird dann mal schön getestet. Hallo, ich würde mir das gerne ausleihen vom Bestoffwandern. Was brauche ich denn dafür? Wir machen jetzt einmal den Vertrag fertig und dann bräuchte ich eine Kopie von Ihrem Personalausweis. Das ist kein Problem. Hä? Perfekt, dann schreibe ich mir Ihre Daten kurz ab. Eine Lippe. Größe? M. Dann kopiere ich mir den Ausweis kurz. Alles klar. Perfekt. Und dann bräuchte ich von Ihnen hier noch einmal eine vom Mieter, genau. Super. Genau, 50 Euro Kaution würde ich von Ihnen noch nehmen. Jawohl. Wenn Sie die Jacke wieder zurückbringen. Alles Moment. Klar. Perfekt, super, vielen Dank. Gut. Darf ich den einmal zu mitgeben? Vielen Dank. Haben Sie eine Kopie vom Leihvertrag? Nee, ich brauche den nicht. Perfekt, dann legen wir den auf. Alles gut. Und dann sehen wir uns Sonntag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das Besondere auch an dieser Touristeninformation ist eine kleine Ausstellungsfläche im unteren Bereich, im ersten Stock. Und unter dem Dach, das ist jetzt hier, da gibt es auch noch eine kleine Ausstellung zu diesem ganzen Quarz, der hier sichtbar wird, der große Pfahl, zu dem werden wir jetzt auch nochmal laufen und eine Wanderung machen. Und hier ist es beschrieben. Also das ist super. Man kann im Trocknen, wenn es draußen regnet, sollte man vorbeischauen, sich informieren. Ja, und einfach mal kurz durchlaufen und alles sich ansehen. Ja, auf geht's zum großen Pfahl. Hier gibt es eine gute Karte. Ein kleiner Rundweg ist 0,7 Kilometer. Der große Rundweg ist 2,5 Kilometer. Und der Pandurensteig läuft etwas auf diesem Rundweg entlang. Hallo? Lass uns losgehen.
Ja, jetzt starten wir 2,5 Kilometer Rundweg. Und als erstes gehst du sie hoch. Ich würde sagen, nach 50 Metern kommt schon der große weiße Riese. Und ist schon hier. Und das Besondere hier auch ist die Schwefelflechte, die es hier gibt. Und die hat auch an den Felsen wohl die Eiszeit überlebt, weil es recht warm hier halt an diesem Felsen ist. Interessant. Nach einigen Metern kommt man jetzt direkt hier zu dieser alten Verladestation. Und hier steht noch so ein alter Bagger oder Radlader. Und hier hinter mir sieht man noch so eine Lore, die runter ins Tal geht. Da wurden die Steine hingeschickt und ja, da wurden die zermahlen und weiterverarbeitet. Aber im Ganzen ist das wohl noch gar nicht so lange stillgelegt, erst seit 1993. Daher, ja. Auf alle Fälle sehenswert und lustiger Programm. Hinter mir ist jetzt eigentlich der große Pfahl am besten zu sehen. Finde ich mega, wie hier der Quarz rauskommt, wie so ein Pilz. Ja, wie so eine ganze Wand. Und also das finde ich jetzt wirklich extrem nice anzuschauen. Hat sich schon gelohnt, diese kleine Rundwanderung zu machen. Anstrengend ist sie auch nicht. Mit 2,5 Kilometer, vielleicht will sie hin und her laufen, 3. Ja. Ich glaube, das war jetzt so das Highlight hier hinten. Und jetzt geht es wieder Richtung Auto und nochmal weiter. Ja, kleines Fazit von dieser kleinen Rundwanderung um den großen Pfahl. Vor allen Dingen ganz hinten, also hinter dem Steinbruch, kommt der ja nochmal so richtig groß raus. Und das war echt das größte und das schönste Stück. Da laufen wir aber nur so ein Stückchen hinten rein und wieder zurück. Der Panduenstaub läuft dann direkt da weiter. Aber ich muss sagen, hat mir gut gefallen, diese kleine Rundwanderung. Auch der kleine Nieselregen hat jetzt nicht gestört. War eigentlich alles super. Ja. Jetzt geht es nochmal weiter nach Spiegelau, meine ich. Da gibt es einen Baumwipfelpfad und noch so ein Naturhaus. Und das schaue ich mir jetzt noch an. Und dann wird wahrscheinlich auch der Tag zu Ende gehen. Aber das nehme ich jetzt auf alle Fälle noch mit, wenn ich schon hier bin. Also, lass es losgehen. So, ich bin jetzt angekommen im Nationalparkzentrum Musen und hier geht es jetzt zum Baumwipfelpfad. Ja, da läuft man mal über die Bäume drüber und kann super Ausschau halten. Auf alle Fälle schon mal hier so richtig geil fancy, der Eingangsbereich. Und ja, lass mich mal überraschen. Die Kasse haben wir hinter uns gelassen, also jetzt geht's los. Laufen wir einfach mal los über den Baumwipfelpfad. Ich finde, das wäre immer ganz nett. Das hat ja auch so eine ganz andere, ja, Sichtweise mal auf so einen Wald. Und war schon mal auf einem, und zwar an der Saarschleife. Und der war auch richtig schön, hat mir auch gut gefallen. Ja, und jetzt sind wir hier im Bayerischen Wald, praktisch am anderen Ende von Deutschland. Zumindest mal diagonal gesehen.
jetzt komme ich zum hinteren Bereich und das ist wie so ein Ei und eigentlich wahrscheinlich das Herzstück des ganzen Baumwipfelpfades. Da geht es jetzt hoch. Ich bin gespannt, was man von oben alles sieht. Und es geht wie so eine Schnecke, dreht sich hoch und bin gespannt. Es nähert sich langsam der Gipfel des Baumpfades und hey, guck mal an, was wir für ein Glück haben noch, obwohl es vorhin so geregnet hat. Da, das blaue Ding. Dann ist die Aussicht auch richtig gut, wenn die Sonne rauskommt. Und der Regen weg ist. Ja? Super. Was für eine Aussicht, klasse. Ja, das ist der Top auf der Baumwipfelpfad. 44 Meter über Grund steht hier und hier geht's nach Schönacker. Ja, also lohnt sich auf alle Fälle. Vor allen Dingen das Schöne ist kein Regen und da hinten haben wir noch so schönen blauen Himmel, da so Wolken, als ob es gleich regnet. Hinten wird es dunkel, also alles da. Das war's mit dem Besuch des Baumwipfelpfads hier im Bayerischen Wald. Und morgen geht es auf den Pandurensteig mit der Etappe 6 weiter. Die Links zu dem Blogpost findest du in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.